Ja? Zauberstab. Wunderbar, du wirst mit die Autos. Ach süß, wie der Kleine auf, immer auffüllt. Ach, so nicht süß. Er ist immer so fleißig. Schon toll, dann kann man eigentlich demnächst auch lernen weiter. Dann gehe ich mal kurz raus. Ich nehme mal die Freiheit. Ach, die habe ich schon was verkauft. Okay. Hier müsste ich kurz mal Geld abgrasen. So, Dankeschön. Dann kurz vor Feierabend müssen wir nochmal rüber auf jeden Fall. Na, na, guck mal, da fehlt was. Mein Bubbele. Machst du mir das noch? Juhu! Hey! Freu mir! Ja, wo reparieren? Was reparieren? Irgendwie, weil das hier noch gerade Hammer aufgeladen. Ach so, warte, ich Idiot, die leuchten ja immer auf. Da hinten fehlt noch was? Ah, kommt schon im Sack. Sehr schön. Wunderbar, da können wir aber hier richtig fett abgehen. Können wir den Laden richtig expandieren lassen. Da kommt gar nicht mehr hinterher, Mann. Das ist voll cool. Wie gesagt, brauchen wir nur so einen Reparaturbot noch. Das war super. Die Sachen noch zusammenflickt. Vor allem, wenn wir dann nachher kommen und den Laden noch populärer machen, können wir mehr Geld mitkassieren. Kollege, da fehlt. Was sagen wir da? Also, wenn der keine Lederrüstungen mehr hat, dann weiß ich aber auch nicht, wir waren oben, ne? 21 nachher, ja? Depp, 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 schön. Er backt hier rum. Mein Herr, Zauberstab? Tschüss, tschüss. Das da hinten stört mich halt immer, dass die hinten lang laufen. Das kann man bis auf den Piss. Müssen wir gucken, ob die Schränke näher ranbringen. Das ist eigentlich, was mich ein bisschen stört. Verkauft. Ein Zauberstab. Sehr schön. Müssen wir draußen mal umschauen, ob wir hier irgendwo noch Magier finden. Flup, flup, flup. Noch am Auffüllen ist. Schon geil. Warte mal, wir können jetzt ja hier kurz über das Bestellmenü machen. So. 32, 42, 59. Bestellen wir wieder mal zwei Stück. Dann danach. Dann 30, 48. So, lassen wir alle so grob in die 50 hin. Na? Grob, wie gesagt. Bestellen. So, dann gehe ich noch kurz schnell rüber und kann hier noch mal kurz in der Kneipe drüben ab. Hat kein Geld gemacht. Okay. Dann halt nicht. Aber die Lieferung ist da. Schon mal schön. Hui. Sips. Und wenn ich jetzt herkomme, als Mr. Ruby reinschmeißen, ist dem sein Bier jetzt. So. Müssen nur noch schauen, dass wir irgendwelche Zauberstäbe verkaufen, dass wir unsere Aufgabe hinkriegen. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? 4 Stück. Nee, okay, du wolltest keine 2 Zauberstäbe. Ich muss dir was verkaufen, es tut mir leid. Doch nicht, du bist ein Arsch. Ja, noch ein Zauberstab, verdammt. Brauche ich irgendwelche Opfer? Die Zauberstabaufgabe dachte ich mir schon, dass sie schwer wird, aber so schwer? Doch etwas merkwürdig. Wir müssen hier definitiv ausbauen, wir brauchen mehr Material von allem. Müssen hier Räumlichkeiten kaufen. Total ausraschen. Wir könnten aber auch noch Magier-Sachen Stufe 2 kaufen erstmal. Aber erstmal war wichtig, dass der Laden populärer wird, dass der Laden besser läuft. Ne, das wäre das hier. Brauchen wir 250 für. Kann ich ja nochmal einen Zauberstab andrehen? Shit. Ich habe wieder vielleicht einen C2 oder so. Muss hier noch einen Zauberstab andrehen. Ach man.
Kann doch nicht wahr sein. So. Auch nicht. Auch nicht. Gibt's doch nicht. Ah, die hat Eisenhandschuhe, die will das eh nicht. Hat Lederhandschuhe. Das sind ja die Krieger. Kann man es gar nicht fragen. Das packen. So. Die könnte eine Zauberin sein. Ja, perfekt. So, jetzt gucken wir da drüben nochmal nach, in der Kneipe kurz. Vielleicht ist ja unsere Wirtschaft, ob hier was getan hat. Sehr schön. Natürlich hat sich da auch was getan. Ne, es war eine Lederhandschuhe. Geklaut worden ist nix. Zip, zip, zip. Wir sind immer viel verkauft. Nur noch ein paar Dings. 1, 2 Zauberstäbchen noch. Da hätten wir es. Eisenhandschuhe. Verdammt. Mal kurz gucken, wie viel das noch sind. Einer. Ja, ein bisschen dreckig, ist aber okay. Ah, schnell, 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 schnell. Tag geht nochmal lang. Die will einen Zauberstab. Blöde Sau. Sie sind Zauberer, ich sehe es so. Und die haben es im Blut. Auch nicht. Ah, die sowieso nicht. Nee. Sie könnten eine Zauberin sein. Juhu! 30 Punkte. Sehr schön. Sehr schön, ich freue mich. Hui. Alter, vor allem, wie lang und hoch wir hüpfen. Das ist halt immer wieder faszinierend. Oh, so schön. Hui. Da müssen wir kurz mal rauskehren. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir Lader populärer machen. Das ist definitiv wichtig. So, dann müssen wir kurz mal gucken hier. Achso, Quatsch, Statistik war's. Hier, sowas gemein, nee, das nicht mal. Das geht immer gut. Wird zwar erst morgen alles verkauft, aber ist egal. So, dann kriegst du das mal. Wie sieht's hier aus bei dir? Steht eigentlich recht gut im Saft, der Kollege. Doch, warte mal, da kann man einnehmen. Schulterplatten. Stiefel. Des Brustkorb wurde gerade gekauft. Handschuhe, Helm. So. Meine Dame, Sie brauchen Gürtel. Mein Herr, ich sehe schon, Sie brauchen Schuhe. Sie brauchen ein paar Stiefel. Sie brauchen den Helm. So, kriegen wir halt noch hin. Der braucht Schulterplatten. Und der noch ein paar Handschuhe in Amas. So, perfekt. So, jetzt können wir unseren Laden populärer machen. Halt, zurück. Ja. Juhu. Sehr schön. Und dann brauchen wir dann eine neue Aufgabe kurz. Halt, Statistik. Eine Zaubertränke mache ich nicht, das ist schon zu verkaufen. Dann lieber 5 Mana Potions. High Potion, das ist ja 5. Nee, nee, sie brauchen sowas. Meine Dame, sie brauchen auch noch einen Heiltrank. Sie auch. Lalala. Nee, nee, heute gibt es nur noch Heiltränke. Mein Kind. Ist aber schnell, nochmal kurz in den Laden reinchecken, ob der noch Kohle für uns hat. Nee, ich glaube, wir können nur einmal bei dem abholen, habe ich das Gefühl. Die Logik habe ich noch nicht ganz verstanden. So, Laden ist eh gleich wieder geschlossen, von daher passt das. Müssen wir noch kurz die Gegenstände reparieren, dann ist alles gut. So. Doch, hier, zip. Kurz alles durchhämmern, überprüfen und dann geht schon wieder weiter die wilde Fahrt. Ach, das freut mich jetzt, jetzt macht's wieder Spaß. Wenn man Sachen versteht, einfach mal nachguckt. Meine Fresse, du dummes Kind manchmal. Du dummes, dummes Kind, Junge, was hast du getan?
Kannst du auch mal gucken, was du hier treibst. Wow, 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 wow. Jetzt hat's aber gelaggt. Ganz ruhig, Brauner. Erstmal speichern. So. So, perfekt. Aha. Repariert. Halt, repariert, repariert. Gut. Repariert, repariert, repariert. Und alles aufgefüllt, vor allem. Das ist toll. So, gut. Weil ich hätte aber... Unser Laden ist jetzt populärer. Wie viele Punkte haben wir denn? Fertigkeiten 42. Wir bräuchten wir nächste Magierstufe auch wieder 250. Würde ich RG machen, brauchen wir 80 und 120. Das heißt auch wieder 200 Punkte. Das wäre der nächste Schritt, an dem wir gehen würden. Boah, 20 von den Heiltränken. Okay, da bestellen wir kurz jetzt welche. Von den Frosttränken meine ich. Ansonsten haben wir eigentlich ja alles. 7, wobei machen es einfach. 10 Stück davon, 10 davon. Das ist ausreichend vorhanden. Hüte können wir bestellen. So, das ist der Roboter genügend zum Arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5. Harnische, 10 Platten. Da haben wir 50. Schwerter nochmal kurz auffüllen. 57, 40, 26, 41. 51, 51, 50, 50. Okay, bestellen. Ich übertreibe es gerade mit Bestellung, habe ich das Gefühl. Aber ich gefühl, ich bestelle zu viel. Aber ich habe es gerne auf Vorrat. Lieferung ist da. Sehr schön. So. Ach, die Frosttränke waren's, ne? So. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, aber ich muss mal kurz was zum Trinken nehmen. Einschenken, ich hoffe, du schaust euch. Wir gucken dabei schon mal zu, wie hier die Leute erst wieder reinströmen. Vor allem diesmal 30% mehr. Das ist hier schon so ein Laden selber 30% populärer. Muss ich dazu sagen. So, mal nebenher läuft die Klimaanlage. Ich hoffe, das hört man nur minimal. Weil, ja, ich habe ja zum Glück da was in Adobe gefunden, wie ich es ein bisschen rausfiltern kann. Seht ihr? Wunderbar. Und weiter geht's. So, sehr geehrter Mann. Frostresistenztränke heute im Angebot. Auch für Sie, mein Herr, auch für Sie. Frostresistenztränke, die braucht jeder. So, jeder braucht mal einen Frostresistenztrank. Ach, dann gehst du aus dem Laden da raus. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. So, 13 Stück noch. Zu verkaufen, die gehen weg wie warme Semmel. Obwohl ich eigentlich, ja, doch schon gut Geld dran mache. So, Frostresistenztränke, mein Herr, Sie brauchen auch einen. Jetzt nicht so, Ihr Kumpel hat einen gekauft. Und Sie sind gerade erst frisch gespawnt, Sie brauchen sowieso einen. Da ist der nächste Frischspawner. Wie sie alle mit Froschresistenztränken rumlaufen, voll geil. Ach, die haben schon alle, okay. Die Dame hat noch keinen Frostresistenztrank. So, wunderbar, Sie haben schon einen, Sie machen schon einen. Oh, okay, ich habe das halbe Dorf jetzt versorgt, verdammt. Gibt's ja auch Neuankömmlinge. Ja, ein Magier, der braucht ja sowieso welche. Na, die frieren immer so schnell. Ansonsten geben sie es eurer Frau. Die freut sich. Und sie brauchen auch... Oh, der hat schon gewendet, wo uns gesehen hat. Mein Herr, sie wollen auch Frostresistenz, dann kein Problem. Und Sina, so. Und zack, Aufgabe erledigt. Allen was angedreht. Wunderbar, was gibt's jetzt? Fertigkeiten, Statistiken. Boah, die noch. Boah, 10 Stück. Echt jetzt? Shit, Mann. Puh. Was sind die denn da? Oh, das ist ein Magier. Können wir noch was andrehen? Ah, nee, das war ein Frostresistenztrank, Mensch. Boah, 10 Zauberdinger. Puh, das wird aber hart. Ach, weißt du was? Da hoffen wir einfach drauf, dass sie so verkauft werden. Fertig. Ich gehe hier schon mal raus, wieder. Dann stellen wir vielleicht noch ein paar Pflanzen auf. Machen das Ganze ein bisschen attraktiver noch. Mit ein bisschen mehr Regalen und so, ne?
Kommt vielleicht das Ding da noch nebenan? Wer ging der Laden eigentlich noch? Ach, bist du. Oha, dann wird doch ein riesiger Bunker. Beim brauchen wir jetzt mal mehr neue Gegenstände. Und da könnten wir aber das noch hier unterbringen. Das müssen wir mal gucken. Dafür brauchen wir erstmal richtig Kohle. Da brauchen wir 10.000 und so, ne? Sehr schön. Wie sie alle reinwandern. Alles ist ja. Das ist wunderbar, denn dadurch verdienen wir mehr Geld. Dann können die Leute ausbreiten. Und dann werdet ihr alle nur nach meinem Merch kaufen, ne? So ungefähr zumindest mal der Gedanke dahinter. Ach, armer Roboter. Der kommt damit zur Ruhe. Hast du eigentlich zwischendurch was auch gesammelt, Kleiner? Nö, gut. Er ist immer noch im aktiven Kampfmodus. Hier ist nichts passiert bis jetzt, das freut mich. Nichts im Müll drin? Sauerei. Ich glaube, ich nehme doch kurz ein paar Zauberstäbe mit. Wenn ich einen rauslaufen sehe, einfach tick ich dem einfach was. Da fehlt ein Hut. Könnte man schneller gehen hier. Mensch. Ich stelle ihn vielleicht ein bisschen zentraler. Ich stelle ihn da hin, da nicht so weite Flugwege. Hier so schön in die Mitte rein. Ich glaube, das mache ich. Muss ich umbauen, umsetzen. Oh, da gehen zwei Magier, das ist gut. Irgendwas hier kaufen. Ach, die eine kleine noch. Ach, süß. Ach, ist eine Frau. Doch, gerade ist man beides Frauen. Hat die nicht schon? Ja, die hat schon, okay. So, alles repariert. Ja, ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wir müssen hier mal kurz durchwackeln. Wir wissen ja nicht immer, was jetzt alles verkauft wurde, so. Und Prime Time! Ich warte mal, bis er mehr hat. Gehen wir so in 2-3 Minuten mal rüber. Ja, doch, der kleine Robi muss jetzt zentraler platziert werden, dass er nicht so weite Flugwege hat. Vielleicht, wenn wir mal eins sagst, dann herkommen einfach, zwei haben. Dass einer hinten ist, einer vorne. Und ja, mal gucken, oder? Eigentlich reicht auch einer. Je nachdem, wie viel er verkauft wird. Sonst kommt der arme Bub nicht hinterher. Ich wollte sagen, Alter, da fehlt was. Jetzt aber. Geht doch. Was mit dem Handschuh? Macht man jetzt alles einzeln oder was hier los? Ich glaube, der hat keine Handschuhe mehr, kann das sein? Ah doch, da. Plattenpanzerhandschuhe, dann auch voll viele. Vielleicht denken sie, wegen einem lohnt es sich nicht loszufliegen erst. Ich bin kurz mal raus, gerne hier. So. Wie sieht die Aufgabe eigentlich hier aus? Oh Gott, 7 Stück noch. Müssen wir noch selber anlegen, geht nicht anders. Falsche Ansprechperson. So, die können auch noch einen haben wollen. Oder auch nicht. Ja, Gott, gib mal her. Nimm mal mit das Geld. Brauchst du ja eh nicht, soviel ich weiß. Von daher ist es alles gut. Wir haben echt wenige Magier hier. Das ist schlimm. Und für sie noch ein Zauberstab? Nö, doch nicht. Okay. Ich habe es bestellt, aber das habe ich schon hinten. Ja, habe ich schon weg. Okay, gut. Müssen wir mal gucken, was hat Robi noch? Ja, Heiltränke gehen zu Neige, Handschuhe, ja, Brustpanzer.